Nächste Runde heißt nächster Wacker Gegner. Wenn du verpeilst, rettest du vielleicht deine Karriere. Welche Karriere? Du rappst in der Quali wie die Stimme vom Google-Übersetzer. Und wahrscheinlich schreibst du damit doch deine Texte. Du sagst selber, du rappst mies. Du triffst nicht mal den Takt und du flowst deine Quali, als hättest du gerade einen Schlaganfall gehabt. Aber reimst dafür Bruder auf Bruder, hast du gut gemacht. Du machst auf Underground, doch bist höchstens super in Schach. Du willst mich betteln, dass ich nicht lache. Danach meinst du sicher, du schlägst Mike Tyson. KBG sagt, er war 3 Tage wach. Soll das jetzt eine Entschuldigung sein für den wacken Rap? Das hässliche Video und insgesamt deinen peinlichen Style. Wenn du in der Quali nach einem Feature fragst, lautet meine Antwort: leider nein. Ein Typ, der foltern braucht, auf Oberlauch reimt. Wird nicht mal von der Glow ab die Narrow Gang ist sein. Und wenn du fremde Lines recycelst, ist das ziemlich peinlich. Rap doch auf 8-Bit Beats, denn du hast viele Bytes. Charybdus steppt in die Booth. Du und deine Crew kriegen SS mit und danach mit der Angst zu tun. Es ist Cut zu dem Hart, zu dem Art, zu dem Ryptus. Er zerfetzt deine Parade aus Inzucht. Keine Gnade, sondern Inbrunst. Er macht deine Hose auf und du Bitch schluckst. Denn du bist ne Fotze, was für Todbetteln, Alter. Du starbst schon vor ner Woche. Du wirst zerfickt von Charybdus und diesem C zu dem B zu dem R. Also tu nicht so, als wär dein Leben irgendetwas wert. Bester Move, keine Zeit dafür, CBA am Start. Aber eigentlich verschwendet dich, mein, guckt euch mal den Gegner an. Ein Kiddy, das auf Fahrt macht, lustig wie innovativ. Nennst du dich deshalb fast wie ein russischer Geheimdienst?